schon eine Schule mit Geschichte und ja, mit einem ganz besonderen Stil. Als die Schule gebaut wurde, wurde extrem viel Wert darauf gelegt, dass vor allem die Oberstufenschüler Möglichkeit hatten, ans Licht zu kommen und sich zu bewegen. Das hier ist der Ruderraum unserer Schule, der nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 wieder in Betrieb genommen wurde. Wir befinden uns hier in der Schulbibliothek des Friedrich-Ebert-Gymnasiums und diese Bibliothek ist schon sehr alt und wurde mit dem Erbau der Schule eingerichtet. Im Keller unter der Bühne der Friedrich-Ebert-Halle haben die Beatles mit Tony Sheridan ihre ersten Aufnahmen gemacht. My Bonnie zum Beispiel war eines der beiden Lieder, die dann auf Platte veröffentlicht wurden. Auf der Bühne haben in den 80er Jahren die Dead Kennedys gespielt. Danach musste die Bestuhlung ausgetauscht werden.